gleiche Idee. Irgendwie einen Sinn, dass es da ist. Eine Idee war es, aber eine blöde Idee. Lagern, aber wie ist das? Dass sie hier auch rausstehen. Sieht die genauso blöde. Hey.
sieht auch schon viel, viel besser. Frage, das ist einfach mal nicht. Meint, er hätte mich im Griff. Aber ich komme jederzeit raus zum Spiel. Hurra, das Saatgut brennt! Du bist bald wieder du selbst, Aphrodite! Hurra, hurra, das Saatgut brennt! Das ist ein Spanier. Oder so. Allen hurra, hurra, das Saatgut brennt! Ah, gut! Erst das Saatgut an die Gärtnerei.
Das trifft doch nur. Trifft doch nur auf, das fällt doch gar nicht richtig. Holz heizen möchte, wir heizen jetzt mit Saat. Taste gedrückt und dann war es zu spät. Einige versteckte Truhen. Charons Münzen. Da muss ich aufpassen, dann würde ich hier was verjetzt. Oh.
Heilige Feuersbrunst! Das war der letzte Samen. Dann verhelfen die Aphrodite zu ihrem freigeistigen Ich zurück. Das war's schon. Nee, da oben ist noch einer. Könnte ich jemals jemanden wie Hephaistos lieben? Ich meine, allein sein Gesicht könnte ganze Flotten versenken. Und untenrum, sagen wir, da herrscht auch eher Flotten. Ich wollte Aphrodite nicht so unter Druck setzen. Manchmal glauben wir, wir handeln aus Liebe. Dabei versuchen wir nur, unsere eigenen Wünsche durch andere zu erfüllen. Willst du sagen, ich wünsche mir eigentlich jemanden, der mich beschützt? Nicht wirklich, nur... Oh ja, das stimmt. Ich muss immer für alle stark sein und niemand kümmert sich um mich. Es ist so schwer, Prometheus. Ich würde dich umarmen, aber ich bin angekettet. Überhaupt keine Übersicht mehr. Und noch was essen du nicht. Ah!
stimmt nicht. Er hat mich quasi gezwungen, was beeindruckend war. Da dachte ich, der Typ ist Schwiegersohnmaterial. Aber er war doch schon dein Sohn. Es war das eine Mal, dass man es ihm angemerkt hat. Ich bin die größte aller Göttinnen. Der Apfel, der Zwietracht, hat das bewiesen. Ich werde und mit dir weggesperrt. Wenn sich jemand von meiner Schönheit bedroht fühlt, ist das nicht mein Problem. Ich muss gesehen werden. Ein leichter Parfumhauch wehte vorbei. Dieser Geruch, als hätte man Verlegenheit, Macht und Angst zusammengemischt. Es war Aphrodites Essenz. Pur, fesch und unverfälscht. Essenz der Aphrodite. Unbeeindruckt von den Gedanken der Eifersucht, die im Gewölbe widerhalten, war Fenyx entschlossen, Aphrodite mit ihrer Essenz zu vereinen. Und scheinbar alles ausgeholt, irgendwas ging. Na dann, mal schauen, was uns mit Aphrodite erwartet. Du erfüllst diese staubige alte Halle mit Leben, Aphrodite. Mit pflanzlichem Leben. Ja, ja. Aber immerhin. Wenn ich mich schüttle, sieht man manchmal Eichhörnchen. Und in einem meiner Äste ist ein Nest waldlebender Vögel. Wie bald? In ein paar Monaten vielleicht. Ah, aufregend. Ich wusste, ich hole deine Essenz zurück. Daran hatte ich keinen Zweifel. Aber denkst du jetzt anders über mich, wo du meine dunkle Seite kennst? Keineswegs. Ich freue mich, dein echtes Ich kennenzulernen. Und im Ernst, Hermes Frisur ist wirklich komisch. Bitte, was? Oh gut. Dann bin ich bereit.
Mögen deine Leidenschaft und Liebe für immer grenzenlos sein. Erhebe dich, goldene Göttin Aphrodite. Sprachlos? Verstehe ich. Unfassbar, dass du mich erst überzeugen musstest, diese Gestalt wieder anzunehmen. Oh, ohne dich hätte ich auf ewig die Fähigkeit verloren, mich selbst zu lieben. Tja, die habe ich dir schon vor langer Zeit gestohlen. Offensichtlich. Du hast dich viel zu lange nur mit dir beschäftigt. Vielleicht solltest du mal diese Toga waschen. Ach, willkommen zurück. Fenyx, bitte nimm meinen letzten Segen zum Dank. Bereit, Typhon zu besiegen? Ich brenne darauf, dieses scheußliche Monster zu erledigen, das meine Schönheit gestohlen hat. Zuvor brauche ich aber noch einmal deine Hilfe. Was kann ich tun? Typhon brachte 4 mystische Kreaturen mit sich aus dem Tartaros. Sie peinigen für ihn die Wesen der Goldinsel. Ich wäre dir dankbar, wenn du sie im Kampf besiegen und damit ihre Herrschaft beenden würdest. Eigentlich wäre es mir egal, aber ich fürchte, ich bin weich geworden. Ich kümmere mich darum. Natürlich wirst du das. Zu viele Elektra, die dir die Taschen schwer machen? Ist sicher schön, endlich kein Baum mehr zu sein. Oh, ja, ich bin erleichtert. Ich habe aber immer noch ein paar Früchte. Willst du? Na. Nein, danke. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Magen habe. Vielleicht keinen Magen, aber Bauchmuskeln. Hallo! Wie sie sich durch deine Toga abzeichnen. Mediterrane Diät? Ist das übertrieben? Es soll nicht so wirken, als bräuchte ich die Aufmerksamkeit, weißt du? Nein, alles ist gut so. Richtig gut. Richtig gut. Habt ihr vielleicht noch Aufträge? Nein? Die rumflirt, na, muss man ja nicht stören. Sag Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst. Ja. Komm ich auch hier. Hier sieht es schöner aus als auf dem Bild.
Seitenansicht ist ein bisschen merkwürdig. Nur ein Vorteil hat gewählt, würde ich mal sagen. Was jetzt nicht geworden ist, das war eigentlich... Moment. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Das mit der telekinesischen Einsammlung? Ist das automatisch oder ist das aus einem bestimmten Bereich? Unsere Haut retten. Mhm. Ja, stimmt ja. Stürmische Helm des Geier. Raden aus der Luft. Einzigartige Gegner. Aphrodites Kuss. Ein einzelner Gegner, der Treffer setzt die Kombo-Anzeige nicht zurück. Rotiertes Verzückung. Der Schaden der ersten generischen Treffens nach Einnahme von Stärkungstränken wird ignoriert. Okay. Höhle des Tigers.